Was ist eigentlich besser, eine Interdentalbürste oder ein Easy-Pick? Ganz klar die Interdentalbürste. Mit einem Easy-Pick kann man sich zwar nicht so leicht verletzen, weil es aus ganz weichem Silikon besteht, aber es reinigt einfach nicht so gründlich. Die Silikonnoppen sind viel zu kurz und sie können sich auch nicht so schön im Zahnzwischenraum auffächern, wie die Borsten einer Interdentalbürste das tun. Außerdem gibt es hiervon viel zu wenig Größen zur Auswahl. Und sie verlaufen konisch, das heißt, sie sind hier unten breiter als an der Spitze. Und damit passen sie einfach nicht so perfekt in den Zahnzwischenraum, wie eine Interdentalbürste in der richtigen Größe es tut. Das heißt, für Anfänger zum Üben der Handhabung ist es ganz gut geeignet, aber ansonsten würde ich immer die Interdentalbürste vorziehen. Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und für mehr Zahnpflegetipps, mach das Plus weg!